Was mich gestern auf der Demo am meisten betroffen gemacht hat oder mit am meisten, das war der massive Hass, der hier Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, entgegenschlägt. Ich habe da Szenen erlebt, die mich erschüttert haben und ich möchte sie einfach mal kurz dokumentieren. Sagen wir doch mal, warum sind die unrettbar und gehirngewaschen? Nee, erzählen Sie doch. Erzählen Sie es doch, Sie können es doch den Leuten erzählen. Warum haben Sie denn Angst, was zu sagen? Ich kann es auch ohne Bild machen, wenn ich kann es auch Bild machen, wenn Sie. Ja, sagen Sie, warum machen die das Land kaputt? Ja, ich, wollen Sie es ohne Bild oder mit Bild? Ohne Bild und entweder du löscht es jetzt gefälligst alles. Nee, das ist hier eine Demo, da lösche ich überhaupt nichts. Jetzt sagen Sie mal, warum, Sie sind nicht im Bild, sagen Sie doch mal, warum machen die das Land kaputt? Ich rede nicht mit euch. Sie reden nicht, aber wenn Sie gute Argumente haben. Ihr seid durch mit euch. Warum sind wir durch? Warum reden Sie nicht mit uns? Ihr seid einfach alle unrettbar verloren. Warum? Ich halte Corona für gefährlich. Was ist denn unrettbar verloren? Ihr seid unrettbar verloren. Ja, warum? Ja, aber sagen Sie halt mal ein Argument, warum? Das ist sinnlos. Warum sind wir, warum Arschlöcher? Ja, warum? Ja, Sie haben mir, ich bin auf einer Demo und Sie haben mich zugerufen. Ja, ich mache es ohne Bild. Ja, erzählen Sie doch einfach mal. Ja? Ich erzähle gar nichts, ich muss Ihnen nichts erzählen. Warum? Gehen Sie einfach, lassen Sie mich in Ruhe. Warum? Welchen Teil von lassen Sie mich in Ruhe haben Sie nicht verstanden? Ja, okay, dann mache ich es. Aber schade, wenn Sie Arschlöcher schreien und dann nicht sagen können, warum. Das ist keine wirklich demokratische Gesinnung, muss ich sagen. Und es ist außerdem eine strafrechtliche, wir haben es auf Video und ich bin aber ein Mensch, der nicht rachsüchtig ist und darum werde ich Sie nicht anzeigen. Oh, ja, genau. Wünsche ich Ihnen auch. Schade, dass Sie nicht zum Diskutieren bereit sind. Schade. Mit Arschlöchern, also nochmal, warum kann man mit Arschlöchern nicht diskutieren? Warum bin ich ein Arschloch? Sagen Sie mir doch bitte mal, warum ich ein Arschloch bin. Muss ich doch selber wissen. Ja, sagen Sie es doch, warum bin ich ein Arschloch? Warum? Weil ich soll mich im Spiegel anschauen. Wer ist jetzt hier aggressiv? Ich bin aggressiv. Sehr gut, dass man es auf dem Video sieht. Also ich bin ein Arschloch, ich soll mich im Spiegel anschauen und ich bin aggressiv. Was habe ich denn Aggressives gemacht? Ja, was habe ich denn Aggressives gemacht? Ich habe Ihnen jetzt drei Minuten das Mikro vor die Nase gehalten und Sie haben nichts gesagt und dann sagen Sie, außer Arschloch, und dann sagen Sie, ich höre nicht zu. Kann nur noch Arschloch sagen. Hä? Kann noch mal Arschloch sagen. Ja, sagen Sie es doch nochmal, ja. Ja? Du zitterst ja. Was? Warum zitterst du denn ich so? Ich zittere, schauen Sie mal, wer hier zittert. Ja, guck mal. Erstaunlich, wer hier zittert. Guck mal, wie sein kleiner Puschel zittert. Ja, ach Gott. Warum sind Sie so aggressiv? Warum können Sie nicht normal diskutieren? Mit dir? Ja. Warum haben wir Schweine mit dir diskutieren? Na, sehen du Sie, bist doch doof. Sehen Sie? Du bist doch gar nicht auf meiner Stufe. Du bist doch so dämlich. Ich bin nicht auf Ihrer Stufe. Ich bin zu, warum? Warum? Warum bin ich doof und dämlich? Das weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich bist Sie du dumm geboren nicht, aber und dumm Sie sagen, geblieben. Ja? Das ist doch ganz einfach. Echt? Ja. Das ist ja echt erstaunlich. Also ja? Diese Argumentationslosigkeit. Die und jetzt noch eine zweite Szene, die dann an dem nicht genehmigten Demonstrationszug stattfand. Ja, wie gesagt, ich habe da ein paar, oder genau gesagt, einen konkreten Film von ihm gesehen und da hatte ich dann, soll ich das sagen, nicht die höchste Meinung. Ja. Privatgelände. Das ist Privatgelände. Dies ist hier Privatgelände. Ja, wirklich. Ich habe Ihnen einen Ausweis, das ist Privatgelände. Komm, hier ist Privatgelände. Hier laufen die Leute. Nein, hier laufen keine Leute. Hier laufen Leute. Wo ist der Hinweis? Das Ganze ist Privatgelände. Von wem? Von wem? Das ist Privatgelände. Von wem ist es denn Privatgelände? Was hauen Sie mir jetzt? Hör auf! Sie werden handgreiflich. Du hörst auf, mich zu fotografieren. Ja, natürlich habe ich einen Presseausweis. Und er. Sie haben Sachbeschädigung und ich habe fixiert. Hier ist mein Presseausweis. Ich habe ihn auch umhängen. Also das ist wirklich unglaublich. Das ist kein Privatgelände.
Das ist kein Privatgelände, da ist nichts ausgewiesen. Ja, wo ist denn das Schild, dass das Privatgelände ist? Warum haben Sie denn ein Problem damit? Was ist denn Ihr Problem? Er hat angegriffen, ich habe das sogar im Livestream. Ich habe es im Livestream, dass er angegriffen hat. Es gab auch noch weitere Szenen, da hatte ich die Kamera nicht dabei. Und was wir da sehen, ich mache diesen Leuten keinen Vorwurf. Diese Leute sind aufgehetzt, die sind Opfer von der Propaganda, von dem Hass und der Hetze, die Medien und Politik streuen. Und Sie sehen ja, die sind gar nicht mehr willens, auch nur zu diskutieren, weil sie solche große Angst haben, weil sie eben unsicher sind, weil sie im Inneren fühlen, dass da doch irgendetwas nicht stimmt, dass da Zweifel da sind. Weil wenn man diese Zweifel nicht hätte, wenn es da keinen massiven inneren Kampf gäbe, dann hätte man ja nicht solche Aggression und so eine massive Angst, sich auf jedwede Diskussion einzulassen. Und das ist es genau, dass hier Politik und das, was in den Medien betrieben wird, in Filmen wieder an die niederen Instinkte anknüpft, dass man diese niederen Instinkte aufweckt, dass man hier Gruppen der Bevölkerung massivst gegeneinander aufhetzt, nach dem alten römischen Motto Divide et Impere, teilen und herrschen, solange sich die unten prügeln, sitzen die oben sicher. Ich halte das für verantwortungslos, ich halte es für ein Spiel mit dem Feuer und ich halte es für, jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt, das mit K anfängt und mit L aufhört, sage ich aber nicht. Ich finde das massivst gefährlich und das kann massiv zurückfallen, solchen Hass in der Bevölkerung zu schüren und dann sich immer hinzustellen, ja, wir sind gegen Hass und Hetze. Also das ist man eigentlich nur, ich habe es nur erlebt in postsowjetischen Gesellschaften, in stark sozialistisch geprägten Gesellschaften und hat eigentlich mit einer guten, funktionierenden Demokratie relativ wenig zu tun, muss man aber auch dazu sagen, dass in Demokratien auch solche Zeiten vorkamen. Also die McCarthy-Ära in den USA ist wahrscheinlich ein sehr guter Vergleich. Kann man nicht sagen, dass die USA nicht demokratisch im formellen Sinne gewesen wären zu dieser Zeit, aber sie haben sich massiv abgewandt von freiheitlich pluralistischen Grundsätzen und genau das erleben wir in Deutschland heute. Angela McCarthy oder Merkel könnte man hier sagen. Es ist eine große Verantwortung, die diese Regierung damit auf sich lädt und das wird kein Vergnügen für die Nachfolge, aber hoffen wir erstmal, dass es Nachfolge gibt. In diesem Sinne nochmal die Gezeigten hier. Ich mache denen keinen Vorwurf. Sind offenbar etwas schlicht und schlichte Gemüter kann man sehr leicht aufhetzen in jedem System. Und wer sich fragt, wie das in der Geschichte immer wieder passiert ist in verschiedenen Systemen, der lebt hier gerade in Deutschland die Antwort. Das war's für heute. Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, und Backstage. Wenn Sie dieses Video sehen, dann bin ich wahrscheinlich schon nicht mehr in Deutschland, weil ich nochmal jetzt nach Montenegro fliege, nicht zum Urlaub. Wir wissen ja alle, dass ich mich mit dem Gedanken spiele, auch in Montenegro eine Ersatzlandebahn, eine Landebahn aufzubauen. Aber lassen wir dieses Thema. Wenn ich in den nächsten Tagen etwas weniger mache, ich hoffe, ich mache nicht weniger, dann wissen Sie, woran es liegt. Ich hoffe, dass ich diesmal in Montenegro auch mit einem Fuß ins Meer komme, was ich das letzte Mal nicht geschafft habe, aber allein der Gedanke, dass ich jetzt in Kürze in Montenegro wieder sein werde, der beflügelt mich. Ja, traurig, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal so sagen werde. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so.